Also immer vom Adressaten her oder vom Gegenüber, das ist eigentlich gar nicht ein Adressat, sondern vom Gegenüber her gedacht. Also man muss wissen, was die Leute überhaupt wissen wollen. Also respektive man muss das auch erfragen und dann muss man selber das Risiko gut richtig verstehen, teilweise auch die Statistik oder Mathematik richtig verstehen, was überhaupt nicht bei allen Kommunikatoren der Fall ist. Und dann halt möglichst runterbrechen. Ich glaube, das Interesse ist enorm gewachsen, auch an so Risikoinhalten, gerade auch in der Pandemie. Da war ja Risiko und auch Zahlen, Statistiken ständig ein Thema. Und das ist ja zum Beispiel im Klimabereich nicht anders. Aber das muss halt wirklich gut runtergebrochen und erklärt werden. Und teilweise ist das zu Corona gut gelungen. Beim Klima gelingt es kaum. Noch, das kann man natürlich ändern.